Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu etwas, zu dem die beiden mich genötigt haben. Ich habe nämlich auch gar keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Wir haben es bisher nur in Videos gesehen, so ein bisschen. Richtig, eine Asia Food Challenge. Das Food habt ihr schon gesehen. Und wir haben überlegt, ob wir mit dem Gedöns hier anfangen. Ist das eigentlich so wirklich Challenge? So heißt, wenn man irgendwie kneift, dass man irgendwas Schlimmes machen muss? So? Challenge-mäßig? Eigentlich nicht. Ja, aber man kann es so machen, weil ich finde, wir sollten das schon alle probieren. Weil ich habe hier vorher echt schon Angst. Du kannst ja mal noch mal ein bisschen näher zeigen. Machst das wie so Make-up-Tutorial. So genau. So. Damit es fokussiert. Gran, Mochi, Multigrain. Ich weiß nicht, was das denn so... Irgendwas Herbes auf jeden Fall. Nichts Süßes. Und der Rest ist halt süß. Deswegen fangen wir damit an. Genau. Soll ich mal aufmachen? Mach mal auf. Das sind so Klebereiskügelchen. Open this shit. Ich weiß nicht mal, wie das von innen aussieht. Gute Beschreibung. Ja, ne? Das sieht so richtig aus. Das sieht noch gar nicht. Ja, ist ja noch verpackt. Ich dachte, das ist denn mehr. Bin nicht drauf. Oh, Alter. Das vielleicht muss man hier noch warm machen. Nee. Oha. Das riecht mal bis hier. Ah, puh. Meine Nase ist zum Glück zu. Die riechen komisch. So ein bisschen chemisches Riechen. Ja, chemisch will ich nicht mal so groß sagen. Boah, das riecht nach krass Maggi. Wir nehmen uns hier ein Törtchen. Das riecht richtig hart nach Maggi. So ein Maggi-Törtchen. Jetzt habe ich noch mehr Schiss, das zu probieren. Maggi-Törtchen. Aber ich würde sagen, einmal beißen reicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das jetzt nicht komplett aufessen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Boah, das ist gut. Das hat voll die komische Konsistenz. Ist sie übel matschig. Was ist das denn Reis, Alter? Was ist los bei dir? Das ist Matschreis. Das ist Matschreis. Okay. Dann sag mal. Wer fängt an? Ja, alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig, okay. 1, 2, 3. Boah, das ist wie so ein Kloß. Das ist voll die komische Konsistenz. Aber ich glaube, diese Mochi, die haben alle so eine Konsistenz. Man hat einfach die Konsistenz wie so ein Kloß, ey. Ja. Das riecht nach mehr, als es schmeckt. Ich schmeckt nach gar nichts. Aber ich glaube, die Konsistenz ist richtig ekelhaft. Ich habe nur in dieses Chili reingebissen. Ich finde, es geht eigentlich. Also es schmeckt... tatsächlich nach fast nichts. Man hat da so ein paar Stückchen drin. Ich habe gerade irgendwie eine Nuss erwischt, glaube ich. Mhm. Ja, das war, glaube ich. Ich habe nur die Nuss geschmeckt. Also ich habe nur Rosine, das hat das ein bisschen erleichtert. Ich habe nur das Chili gebissen, das Chili ist nicht der... Nicht okay, der das Hammer. Ist keine Rosine. Boah. Was ist das? Das knackt. Also hier sind die Zutaten. Das ist eine knackige Rosine. Mal Toast. Ich tue das mal wieder da rein. Klebereis, modifizierte Stärke, schwarze Sojabohnen, Kürbiskerne, dann irgendeine Gujia-Beere, rote Jubie und Walnuss. Also ich glaube, ich habe gerade eine Walnuss erwischt und du wahrscheinlich eine schwarze Sojabeere, nehme ich an, ne? Bohnen, meine ich. Mhm. Punkt. Also, mein Ding, also es ist jetzt, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nichts, was ich jetzt unbedingt aufessen muss. Tun das mal ein bisschen auf Seite hier. Sehr interessant auf jeden Fall. Irgendwo, so. Jetzt will ich hoffe, jetzt kann man noch lecker. Ja, das, ich glaube, das Getränk hier ist immer zum Schluss, also ja, kurz gegen Ende. Ja, glaube ich auch. Probieren wir erst nochmal. Soll ich mal zeigen? Näher so. Ja, auch schon mal näher. Lesen kann man es, glaube ich, eh nicht. Nee, kannst du auch gleich nicht zeigen. Aber da steht nichts. Da steht, glaube ich, drauf, was da ist. Item Code. Oh, und was Code? Guck mal, das sind so, da sind so Trockendinger mit drin hier. Oha. Das ist alles trocken. Oder meinst du nicht, dass das irgendwo gewürzt ist? Ich glaube nicht. Lass doch so jetzt aufmachen. Do not eat steht da. Okay. Das ist das, was. Ach, okay. Ja, genau. Was man in den Schuhen findet oder in den Handtaschen. Genau. Das riecht irgendwie sehr neutral. Sieht lila aus. Sieht tatsächlich lila aus. Das riecht einfach nach Käsefuß. Ja, was ist das denn? Das riecht einfach nach Käsefuß. Das ist bestimmt wieder einfach du. Oder? Nein, das riecht irgendwie... Komisch, warte ich. Irgendwie Eis? Rein. Also es hat die Konsistenz wie das andere. Teil ja, das sind eins. Halt. Schatz, teil mir uns ein. Dein. Oder? Ich will aber nicht alles anbeißen, wenn es mir nicht schmeckt, liegen lassen. Okay, ich. Ja, dann... Bah! Sehr gut, dass wir das jetzt auch mal getestet haben. Aber da ist irgendeine Füllung drin, seht ihr das? Ja, ja. Und sie riecht wie das gerade. Geil. Okay, sag mal. Ja, ja. Eins, zwei. Weil da drum ist einfach eine volle Packung Mehl. Mhm. Ah. Mhm. Ich hab mein Bett voll gemehlt. Bah. Und das schmeckt richtig ekelhaft.
haben wir irgendwo einen Mülleimer. Ich würde das natürlich runterschlucken. Das ist ein ganz ekliges Gefühl im Magen, ne? Also ich hoffe, die mit Endos sind besser. Ich will die gar keine mehr davon probieren. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so eklig sind. Die sind Arsch. Boah, gib mir das. Oh mein Gott. Und dafür habe ich jetzt mein Bett versaut, wisst ihr? Ja, scheiß doch. Toll. Oh, direkt die Erdnüsse probieren. Oh. Also das sind dieselben, was man einfach mit Erdnüssen drin. Da kratzt mir jetzt. Oder drum. Drum. Drum, glaube ich, ne? Drin? Weiß ich nicht. Aber was soll das denn da drin für eine Füllung gewesen sein? Das ist wahrscheinlich das, was so eklig schmeckt. Also die riechen, die riechen ein bisschen besser. Zeugs. Die riechen übel nach Erdnussbutter. Ja. Ich mag Erdnussbutter. Ich mag es, wenn Japaner sich an Amerika orientieren. Erdnüsse sind gut. Erdnüsse sind sehr jetzt gut. Jetzt ist die Frage halt, ob die Erdnüsse schmecken. Ich habe so einen komischen Gefühl im Magen jetzt irgendwie. Ja, so ganz komisch. Die haben aber auch eine festere Konsistenz. Das ist scheint uns trotzdem eins. Ja, können wir das durch drei teilen? Das ist voll schade, weil... Ja, oh, das ist schwer. Bitte? Oh, die, boah, die riechen geil. Echt jetzt? Einfach richtig krass nach Erdnuss. Übel geil. Boah, cool. Nee, ich esse ein ganzes. Okay. Einfach nicht. Schon, es schmeckt mir so. Naja, das weiß ich noch nicht. Aber die Konsistenz ist schon mal nicht so. Ja, die ist fester, das ist lindrig. Geil. Ja, aber ich hab, wenn ich das jetzt schon anpacke, so. So okay, sollen wir? Mhm. Das geht. Also die Erdnussbutter darin schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Mit der Konsistenz von dem Rand muss man ein bisschen kämpfen. Also ist halt seltsam. Ja, nicht so seltsam, aber was macht jetzt, wenn man gerade die zwei anderen vorher probiert hat, so ein, ich weiß, so ein Ekelgefühl breit, aber. Aber das neutralisiert das ein bisschen, finde ich. Ja, also die Erdnussbutter da drin ist echt lecker. Echt nicht schlecht. Ja. Also bis jetzt würde ich dafür sogar noch 5 Punkte. Punkte. 5 Punkte geben. 5 Punkte, also ist minus 5. Ja. Okay, die waren richtig ekelhaft. Wir gehen. So, jetzt gucken wir mal. Cool, jetzt habe ich hier so ein paar. Jetzt haben wir noch hier so zwei Sachen mit Schokolade. Das sieht aus wie so Oreo-Kekse. Mhm. Oreos mit grünem Tee. Ja, so Oreos mit grünem Tee. Und die sehen einfach aus wie. Am Anfang kennt ihr diese wie heißen denn diese Schokostäbchen? Weiß ich Mikado. Mikado-Stäbchen mit grünem Tee. Ja. Oha. Das ist voll komisch. Die Kamera steht übrigens neben dem Bildschirm und wir gucken immer in den Bildschirm. Deswegen sieht das immer so aus, als würden wir an der Kamera vorbeigucken. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Aber hier sind so krasse Packungen drin. Wow. Das ist cool. Ist auf jeden Fall. Also ich mach auch ist mega auf. Cool. Die riechen geil und. Ups. Boah. Das ist halt Schoki bei, das ist halt schon geil. Boah, ja, das riecht echt gut. Mm. Ja, ich liebe grünen Tee, ich liebe allgemein. Jetzt jeder mal so ein Stäbchen hier. Stäbchen. Ich geh mal weiter. Danke. Die sehen cool aus, muss ich ehrlich sagen. Also die Stäbchen, die sind sogar. Die sehen aus wie ein Kaktus. Die Stäbchen sind grün. Hier nochmal. Die Stäbchen sind irgendwie grün. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo der grüne Tee drin ist. Jo. Die sind echt geil. Ja. Also den esse ich auch ganz. Ja. Die schmecken einfach wie Schokolade. Ja. Mit so. Mit grünem Tee. Halt so ein bisschen leicht. So ein bisschen crispy noch drum. Mhm. Ich liebe ja crisp. Ist egal in welcher Form. Außer es schmeckt nicht. Aber das ist geil. Das ist im Prinzip wie diese Mikado-Stäbchen. Mhm. Nur. Noch mit so einem leichten Beigeschmack, der halt übel geil ist irgendwie. Ja, das ist dieser grüne Tee. Also den können wir wirklich empfehlen. Definitiv. Ja, das waren die, die. Matcha. Komischer Name, schmeckt aber lecker. Poki steht da hoch. Poki, das ist Matcha, glaube ich. Matcha. Also ähnlich. Also was das hier ist super lustig. Das sind einfach Karamellflips. Die Packungen sind einfach mega süß. Ja. Die Packungen sind mega süß und ich kann nichts darauf lesen, aber... Nom. Und das Ding hier alle drin. Hätten wir uns vielleicht eine Schere dazu genommen? Nee. Jetzt macht das schon. Ich vertraue ihm. Die riechen kein bisschen nach Karamell, aber okay. Irgendwie gar nicht, nee. Die riechen irgendwie nach... Also nur nicht nach Karamell? Nein, nach den Raststätten-Toiletten, wo wir gestern waren. Ich spüre es hier. Wir kommen übrigens frisch von der Konichi. Mhm. Genau, daher haben wir das auch. Ah, oh, der sieht wirklich aus wie ein Fisch. Ein Fisch? Ja, guck hier, hat er so eine Flosse und dann geht er so rum. Okay. Nee, die riechen einfach wie verbrannte, wie irgendwas Verbranntes. Ja. Okay, probier. Auf. Auf jeden Fall weicher wie Flips. Die sind wie diese Puffreis-Dinger. Ja. Aber die haben sowas richtig Süßliches, ne?
Also man schmeckt einen ganz leichten Hauch Karamell, finde ich. Doch, ist stimmt. Aber jetzt nicht so. Man schmeckt es, aber man riecht es nicht. Ja. Die sind so mega, also die lösen sich fast auf und so. Ja, sind sie irgendwie mega süß, so wie süße ja. Flips. Die schmeckt einfach geil. Also die Konsistenz davon, die ist halt wie diese Puffreiskügelchen, ja. Die man an Karneval immer gekriegt hat. Die einem zugeworfen werden. Und die zerfallen einfach wie Zuckerwatte. Mhm. Boah, die sind nur geil. Die, also sie schmecken tausendmal besser, wie sie riechen. Ja. Das ist seltsam. Oder? Nee, danke. Ich finde die geil. Ich finde die auch mega geil. So, hier haben wir so Pokémon. Wollt ihr das nicht zum Schluss? Nee, ich dachte so, ja, aber so nicht ganz zum Schluss. Okay. Also hier kann ich wirklich gar nichts auflesen. Hier vorne und hinten alles auf Japanisch. Hier sehen wir, steht nur irgendwas mit 10%. Mhm. Ach, das hatten wir schon mal. Genau. Das habe ich gestern noch im Auto. Da sind irgendwie 10% Fruchtsaft oder sowas drin. Ja. Ich habe gesehen, hier hinten steht was von Traubensaft. Danach gehe ich davon aus, dass da irgendwas Traubenmäßiges drin ist. Also die hatten auch noch eins mit Hello Kitty. Das wäre wohl, glaube ich, Apfel gewesen. Ja, aber Pokémon ist cooler wie Hello Kitty. Pokémon ist cooler, ja. Ich kenne nur Pikachu da drauf. Ich weiß nicht, was das andere ist. Ich bin so überhaupt nicht abgedriftet. Das sieht aus wie so ein behindertes Pikachu. Ja, wir kennen uns nur mit der ersten Staffel aus. Erste, vielleicht nochmal zweite. Eventuell noch zweite, genau. Aber der Rest ist uns einfach. Also, der Verkäufer hat gesagt, es ist Gelee-artig. Also, wir müssten da schon draufdrücken, damit es rauskommt. Du fängst an. Was machst du denn? Hätte man es vorher schütteln müssen? Geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich weiß nicht, ich probiere es einfach, weil da kommt gerade irgendwas Flüssiges raus, das war nicht Gelee. Ja, vielleicht ist aber auch der Gelee in der flüssigen Hülle eingeschlossen. Keine Ahnung. Wie riecht's denn? Das riecht wie ein Shisha-Tabak, den ich mal hatte. So Trauben? Ja, aber richtig künstlich. Richtig, richtig künstlich. Übel Chemie. Nacheinander probieren muss. Ja. Ich sag mal nichts und gib mal weiter. Ja, dann du musst schon drücken, ja, also musst wirklich drücken. Jetzt hab ich Angst. Nee, oh mein Gott, wir vergiften. Weißt du, was ich meine? Ich hab's gar nicht. Nein. Nein, das geht nicht. Das kann nicht. Das ist doch nichts zum Trinken, oh. Das, ehrlich. Pass auf. Ich weiß, da kommt das. Das ist das, was dann rauskommt. Warte. Reines Gelee, Leute, wirklich reines Gelee ist das. Warte, ich muss das so machen, dass mein Arm nicht im Weg ist. So. Ja. Da kommt einfach so Gelee-Zeug raus. Aber das Gelee-Zeug schmeckt voll geil. Also das schmeckt echt gut. Aber das sah halt mega ekelhaft. Ich hab mich nur mega erschrocken, weil da nur so Gelee in meinem Mund kam. Ich dachte gerade, das schmeckt voll ekelhaft. Nee, ich hab mich nur mega, also schmeckt nicht schlecht. Man erschreckt sich voll, weil man das echt nicht erwartet. Trotzdem trinke ich Wasser. Es geht, tatsächlich. Mm. Schmeckt so, wie es riecht, oder besser? Ja, es schmeckt eigentlich schmeckt so, wie es riecht. Also, so ein bisschen. Ja, okay. Aber es ist halt eine mega komische Konsistenz zum Trinken. Ja, so, das ist ne? Eher so zum das Essen. Das ist ganz komisch. Das ist gar nicht mein Ding. Nein, ist auch nicht. Ich glaube, aus Japan würde ich niemals auswandern. Ja, vor allem, du musst halt einfach immer drauf achten, wenn du was kaufst. Was ist das jetzt? Ja, du. Ich glaube nicht, dass auf allem, was man in Japan kauft, irgendwelche deutschen Hinweise. Also man schmeckt wirklich keine Traube, es ist wirklich nur so Chemie irgendwie. Ja, es ist eine Chemie irgendwie. Also, es geht einfach. Ich würde gerne die Obi ausprobieren, ich glaube, die sind cool. Ja, Oh, Leute. Warte mal. Hm? Mach die so auf. Ja, cool. Aber ja, die sind sogar... Drei Packungen. Die sind sogar eingepackt wie Oreos. So drei kleine. Es gibt sogar Mint-Oreos. Da sind aber, glaube ich, mehrere von, ne? Ja, das ist auch so süß, eine Oreo-Packung. Das ist cool. Das sind jetzt Rich Matcha. Also, das sind reiche Matchas. Was auch immer Matchas sind. Matcha hatten wir doch schon mal, das sind noch in die Dinge. Ja, ja, die waren ja lecker. Ich finde sie da drin. Also, da sind zwei drin. Ja, glaube ich nicht, genau. Oder? Ich kann ja einfach mal bei von euch abbeißen. Wir können ja einen teilen. Oder wir können den auch durch drei teilen. Ja, probier einfach mal. Oder soll ich zuerst wieder? Ich will nicht mal zuerst probieren, Mann. Fangen wir mal von rechts an. Also riechen tut es schon mal so ein bisschen wie Oreos, finde ich. Ja, also man riecht Schokolade. Man riecht Schokolade, definitiv. Ja, das tut man ja bei Oreos nicht. Wie bei so einem Kuchenteig irgendwie. Oh, ich muss vielleicht mal besser schauen. Das ist, glaube ich, normal. Hm.
Es hat einen sehr komischen Nachgeschmack, finde ich. Am Anfang schmeckt es gut, aber danach wird es irgendwie ein bisschen komisch. Also können wir eigentlich sagen, dass wir diese Firma weiterempfehlen können? Also ist ja, glaube ich, von der gleichen, oder? Ja, wir sagen, dass das wesentlich geiler nach grünem Tee schmeckt wie das. Ja, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass da so eine komplette Paste drin ist und da einfach nur so ein paar Krümel drumherum. Ja, und der... Der Nachgeschmack ist ziemlich bitter, aber das liegt ja halt an dem Tee. Ja, grüner Tee ist nun mal leider bitter, so ein bisschen. Macht nichts. Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde es auch nicht schlecht, ja. Also die sind echt. Also da merkt man wirklich den grünen Tee raus. Ja. Mhm. Also wesentlich stärker wie da. Aber ich finde es echt lecker. Also Ich weiß noch einmal und du kriegst den Rest. Genau, ja, können wir machen. Ja, top. Wobei mir hat das bis jetzt wirklich am besten geschmeckt. Mhm. Ich fand die sau geil. Stimmt, die sind mit am besten. Aber machen wir dann ja. Dann haben wir nochmal grüner Tee. Also, ganz viel grüner Tee! Wir sind grün! Hier ist sogar Margarine drin. Okay, das ist doch nicht so. Es sind im Prinzip wieder Flips. Ja, sind dasselbe also wie die Karamell-Dinger, nur diesmal mit grünem Tee statt Karamell. Die riechen exakt wie die anderen. Ja, wahrscheinlich wegen der leichten Zubereitung. Ja, da ist ein dezent anderer Geruch, weil grüner Tee hat aber. So im Großen und Ganzen. Hast du das Bild hier hinten drauf gesehen? Oh, wie süß! Wird es da auch? Ja. Ah. Ja. Ist die Küche? Nein, ja. Ist das auch? Da. Ja, süß! Eine Tüte, die das einfach. Eine Tüte, die Tüte selber hat das Zeug gemacht. Niet! Süß! Das war nicht gut. Ich mach mal ganz kurz das Wasser auf. Ich habe jetzt diesen Oreo-Geschmack immer noch. Ja, das sieht wirklich. Das sieht aus, als ob die einfach aufgeplatzt werden hier. Ja, wer weiß, woraus die gemacht sind. Vielleicht ist das ja so. Ich bin mal gespannt, ob die auch so einen süßlichen Nachgeschmack dann haben. Mm. Glaube ich eher weniger. Durch den grünen Tee wahrscheinlich eher auch so ein dezent Bit drin, aber... Okay. Auf geht's? Ja. Auch wieder süß. Ja. Aber fester wie die, finde ich. Ein bisschen, ja. Aber es ist... Konsistenz ist dieselbe. Süß sind sie auch. Ja. Aber kein grüner Tee. Auch. Nee, ich finde, die schmecken genauso nach Karamell wie die. Also dieses Süße da drumherum, das kann auch sein, dass das einfach dieser Zucker ist, den man dann schmeckt. Ich kann es nicht lesen. Machen wir Google-Übersetzer auf. Nein. Also sie haben pro 70 Gramm knappe 400 Kalorien. Also ist da mit Sicherheit viel Zucker drin. Oh ja. Und wie viel Gramm sind da nochmal drin? CQ2. Doch so viel. Doch so viel, genau. 1000. Netto 70 Gramm. Ja. Okay, das heißt. 400 Kalorien sind die. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich mag die trotzdem hier. Ja, ich finde die auch geil. Ich mag die hier am liebsten. Also, halten wir fest. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Die drei. Lecker. Das ist so okay. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist auch lecker. Das ist auch noch so eine Grauzone. Ich tue mal den Spuckbecher weg. Das ist einfach nur widerlich. Das ist einfach widerlich. Die Erdnüsse. Die Erdnüsse, die kann man essen, aber diese, man muss sich wirklich. Also, wenn man, also man muss mit dieser Hülle, so dieses Gelee-mäßige. Ja, man kann echt nicht klarkommen. Das ist irgendwie ziemlich ekelhaft. Ich will nicht stehen bleiben. Ich mach das jetzt. Warte, ich mach das so. Aber das hier war einfach nur ekelhaft. Also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu produzieren. Ich weiß nicht, was bei uns jetzt so dieses. Da ist ja noch irgendwas drin. Ich habe noch keine Ahnung, was da drin ist, weil ich das Gefühl hatte, ich bin da gar nicht angekommen. Weil es einfach so. Das ist einfach super ekelhaft. So. Ich weiß nicht. Da ist irgendwie sowas, da ist was drin. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir da überhaupt angekommen sind, weil es von außen einfach schon irgendwie. Es war einfach schon beim Reinbeißen diese Konsistenz, das hat einfach nicht gepasst. Ja, gut, ich denke aber, die sind halt nun mal so. Ja, kalt und hier trägt man das Innere. Das war das Eklige. Ah, okay, wir sind doch dort angekommen. Ja. Wahrscheinlich schmeckt das Größere dann ganz gut. Und da müsst ihr euch vorstellen, in Verbindung mit diesem Gelee, Zähm, Reiszeug ist das einfach. Also die Erdnüsse, die kann man schon essen, da muss man sich halt mal die Konsistenz von diesem Gelee-Zeug gewöhnen. Das ist wirklich... Ich glaube, die Dinger werden wir gleich noch... Letzter Rotz. Die werden wir noch trinken. Ja. Und das hier, das werde ich höchstwahrscheinlich trinken. Ja, darfst du gerne. Viel Spaß. Also ich, also ihr würdet da ja sagen 10, dann gehört das zur 10er-Gruppe, 8. Ja, das hier finde ich jetzt so lala, ist halt süß. Ja, aber ich finde die eigentlich echt super. Ja. Ja, dann machen wir einfach zu fein.
Ich finde, es ist halt ein bisschen unsinnig, dass da Karamell und grüner Tee aufgeteilt sind, weil die schmecken exakt gleich. Sagen wir einfach, das sind die 10er, das sind die 8er, das sind 5 und das ist minus 5. Wahrscheinlich, ja. So, ungefähr. Ja. Kann man sagen. Gut. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Empfehlen. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Und ich werde euch übrigens unten in die Videobeschreibung noch das Konichi-Video verlinken. Und war echt super. Das hier ist übrigens Xeltaras LP. Der Bruder. Der Bruder. Und das ist die Freundin vom Bruder. Schaut unten in die Videobeschreibung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Boah, ist das eklig. Bah. Wo? Weiß ich nicht, deine Freundin hat immer Taschentücher. Das ist nur noch eins. Boah, ist das ekelhaft. Alter, wer kauft sich denn sowas? Zucker ist normal, ne? Zucker ist... Entertainment. Oh ja, schon relativ viel. Ja, ihr beide seid am Lesen, ich sitze in der Mitte und guck blöd. Hier steht einfach nur... Also ich weiß nicht was davon, aber irgendwas davon ist Zucker. Aber? Mir würde kein Septum stehen. Wenn du das Ding jetzt in die Nase schiebst. Nein!